Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 2, The Hunter and the Beast, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind mit dem Hunter zurück und wir greifen jetzt Tlaxtlan an. Ich muss mich entschuldigen, dass ich hier in dieser Schlacht ein bisschen cheesen werde. Will heißen, wir werden ein bisschen die Dummheit der KI ausnutzen. Der ein oder andere mag das vielleicht nicht sehen, aber es wird unsere Vorgehensweise deutlich beschleunigen. Und wir spielen hier gegen Sir Swarp a lot, wie es aussieht. Schauen wir mal, wir werden keine Bresche in der Mauer haben, aber die Mauern sind noch beschädigt von unseren vorangegangenen Agentenaktionen. Insofern auf jeden Fall vielleicht mal eine gute Situation für uns. Leider konnte unser Agent in dem letzten Versuch hier nicht reüssieren. Er hat es leider nicht gepackt. Insgesamt ist die Mauerstärke angeblich auch nicht so gut. Null. Der Mensch, wir gucken mal gerade. Okay. Ja. Okay. Da 86 hier. 68, aber der Vorturm, der interessiert uns nicht. 61. 50 Damage Shield drauf ist sehr gut und 97 Damage Shield drauf ist ja noch besser. Okay, also das sind hervorragende Voraussetzungen. Die stellen wir hier rüber. Mein großes Problem ist, wenn unsere Verstärkung da hinten kommt, dann wird die so zusammengeschossen von den Türmen. Das ist halt suboptimal, ne? Aber gut, okay. Was willst du machen? Du schätzt die Arti bitte hier auf. Und weil wir ja bekannterweise wissen, dass die KI alle unsere Einheiten mit den Türmen fokussen wird, stellen wir die Einheiten erstmal so hin, dass sie jetzt nicht sofort in den... dass sie nicht sofort weggeschossen werden. Brauchen noch ein weiteres Charaktermodell, das wir benötigen, um hier gegnerisches Feuer auf uns zu ziehen. Also für alle, die das noch nicht kennen. Man macht das halt typischerweise so. Ihr kennt es ja bei Warhammer 2. Diese Türme schießen über das komplette Schlachtfeld, ne? Also, und sie sind außerdem super tödlich. Sie knallen halt alles einfach weg. Und damit wir jetzt nicht unsere halbe Armee verlieren, bei einem total sinnlosen Unternehmen diese Mauern zu erstürmen, machen wir das also so, wir schießen halt mit der Kanone diese Türme kaputt, diese zwei hier, dann hauen wir uns hier eine Bresche in die Mauer und dann werden wir anfangen mit Fernkämpfern die KI-Einheiten hier auf den Mauern zu beschießen. Ansonsten müssen wir hier wahrscheinlich länger belagern und würde halt einfach nur länger dauern, in der Regel spart das halt Zeit, ne? Sieht auch so aus, man läuft mit Charaktermodellen vor, die Türme schießen auf die Charaktermodelle haben aber einen sehr guten Missile Evade, also sehr gute Fernkampfausweichwerte, sodass die in der Regel nicht beschossen werden, denn die Einheiten schießen in der Regel, oder die Türme schießen immer auf die Einheit, die am nächsten dran ist oder die als erstes in der Gefechts- und Feuerzone ist. Das versuchen wir hier mit unseren Charaktermodellen zu erzielen und zu erreichen. Und dann hat unsere Arti die Zeit, hier diese Türme wegzuschießen, denn auch wenn diese Großkanone hier eigentlich ziemlich gut ist, um solche Türme wegzuballern, haben wir das Problem, dass die Türme in der Regel doch sehr lange durchhalten, wobei wir sie ja jetzt hier erfolgreich beschädigt haben, insofern ist es nicht so heftig gecheased. Ihr werdet gleich sehen noch, was ich meine, also schießen wir hier drauf, die Krankenwagen schießen wir direkt hier vor, damit die auch ja schön entdeckt werden und du musst mal gerade gucken, also einen Treffer brauchen wir hier auf jeden Fall noch, also genau, Autofeuer machen wir natürlich aus. Okay, dann kannst du hier weiter drauf schießen. Und wir müssen jetzt eigentlich hier nur gucken, dass wir da in der... Ach witzig, guck mal, der hat die Mauern gar nicht besetzt. Okay, das ist natürlich dann für uns ein Vorteil. Wahrscheinlich hat er die Mauern nicht besetzt, weil die entsprechend beschädigt sind. So, wir laufen jetzt erstmal mit unserer Verstärkung darüber. Und von da aus laufen wir hier hin und dann laufen wir hier hin. Irgendwie so wollen wir das machen. Nur falls ihr da noch auf die Idee kommt, hier diesen Turm doch noch zu besetzen, laufen wir hier einfach mal lang. Ne, und in der Regel läuft man also halt so rum und ja. Okay. Dann haben wir unsere erste Bresche. Und wir sollten jetzt vielleicht noch 68, 63 und so. Dann sollten wir uns hier noch ein Loch reinschießen in die Mauer.
Alles gut, das funktioniert gut. Versuchen wir das zeitökonomisch zu machen. So, dann machen wir uns auch noch ein Loch in die Mauer. Oh, das war es. Etwas selten. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Saurus mit Speer und Schild. Witzig. Okay, gut. Also normalerweise kommen die... Aber ihr seht, da stimmt doch irgendwas nicht. Normalerweise kommen die nicht so hier rausgeschlichen. Aber gut, okay. Ja. Formation! Komm, schieß nochmal. Okay, gut. Ihr könnt übrigens schon mal ruhig auf die schießen. Das ist absolut legit. Ihr seht jetzt übrigens, da besetzt er die Türme und die ballern jetzt, ihr seht hier schon, ne, da sterben die Einheiten weg, wie die fliegen. Versuchen jetzt ein paar Einheiten zu retten, indem wir mit den Kommandanten hier durchlaufen, ne, und deswegen, unsere Verstärkung startet da hinten, ne, wenn der hier die ganzen Türme besetzt hätte, dann würde noch nicht mal die Hälfte unserer Einheiten hier überhaupt noch ankommen, ne. Also insofern... Ja, dummerweise. Aha, jetzt hier, da, ne? Ne, und so kann man da so ein bisschen... So seht ihr hier, ne? So kann man das so ein bisschen weglamen, ne? Schieß jetzt mal bitte auf die Penner da hinten. Merkwürdig, wie er da steht. Scheint irgendein Glitch zu sein. Wir schießen jetzt mal mit den Kommandanten drauf, die übrigens nicht mehr schießen aus irgendeinem Grund. Vielleicht müssen sie noch ein bisschen weiter vor, weil sie in den eigenen Einheiten drin stehen. Wahrscheinlich geht das deswegen nicht. Also jetzt bitte auch auf zu schießen, denn das verbraucht zu viel Munition. Und wir schießen halt stattdessen hier mit unseren Kommandanten auf die Einheiten, die machen da auch entsprechend mehr Damage. So, hier müssen wir jetzt, hier sehen wir jetzt natürlich, da hat er eine Skink-Kohorte. Wir machen das jetzt übrigens peu à peu, ne? Was ist denn das für ein Quark? So, bitte lauf mal so. Wir wollen, dass unsere Helden hier in der Nähe sind, weil die unter Umständen noch ein paar Buffs geben. Was hast du eigentlich hier? Ölflasche. 50% Flammenanfälligkeit. Achso, bei Kontakt. Okay, verursacht vollständig große Explosion. Stark gegen mehrere Angreifer. Interessant, okay. Nein. Kannst du auf die schießen? Müsste eigentlich gehen aufgrund der Flugbahn. Angeblich ist er die Geschosskurve blockiert. Ja, das ist halt immer der... Das ist halt immer so ein großes Problem hier. Ah ja, auch hier bitte Autofeuer aus, Defensivmodus an. Seid ihr auch im Defensivmodus? Ne, noch nicht, ne? Okay. Oh, nochmal schießen bitte. Wir wollen natürlich so stehen, dass wir selbst nicht getroffen werden. Ne, ihr seht also hier direkt
Direkt hier an der Grenze. Er kann uns nicht befeuern, wird aber von uns beschossen. Wir könnten auch hingehen und die, ihr seht das ja hier, diese Skinks, die könnten wir auch versuchen, mit unseren Kommandanten, also denen die Munition rauszuleachen. Das geht auf jeden Fall auch. Allerdings wollen wir jetzt in dieser Schlacht hier erstmal möglichst hohen Schaden anrichten. Also insofern ist das hier noch, ist das eigentlich so, wie wir es wollen gerade. Diese 3 Schuss Munition legt die KI auch gerne mal so ein bisschen, so ein bisschen großzügiger aus. Meistens sind es dann doch eher 6 Schuss Munition, ne? Aber ihr seht also schon hier, wenn ihr das auf normal spielen würdet, dann hättet ihr mit so einer Einheit Bogenschützen dieses Skinks auch ausgeschaltet. Das ist hier jetzt auf jeden Fall noch nicht möglich, ne? So, eine Einheit Bogenschützen, die keine Munition mehr hat. Und die wandert jetzt bitte nach da hinten. Dann kommt die nächste Einheit. Und so geht das jetzt noch ein bisschen. Übrigens müssen wir müssen nicht notwendigerweise diese Stadt jetzt einnehmen. Das ist nicht zwingend erforderlich. Es reicht uns ansonsten, wenn wir hier einen möglichst großen Schaden anrichten, ne? Also das ist, dass wir einfach so viele Einheiten mit einem hohen Wert wie möglich töten. Und jede Einheit, die wir hier töten, ist wichtig. Was sind Rakur? Die will ich mir doch auch mal gerade angucken. Ist das ein legendäres Regiment? Nee. Das ist nicht mit Schild gegen große Feinde anschauen. Raubtiersinne. Naja, okay, gut. Die Einheit kannte ich jetzt so noch nicht. So, dann kommen wir gerade noch mal ein bisschen näher mit der Arti hier. Die haben alle den Schild auf links, das ist für uns nicht so super. Weil von dem Winkel, wir kriegen hier keinen guten Schusswinkel. Hat der Turm hier Damage? Der hat 68 Damage. Hat der Turm hier Damage? Nee, hat er nicht. Okay. Dann habe ich aber noch eine Idee, was wir versuchen können. Also zumindest sollten wir es versuchen. Wenn wir nämlich jetzt hingehen und sagen, wir schießen nochmal auf den Turm hier. Kannst du das? Machst du das auch? Ne, auf den Turm hier. Bisschen Munition sollten wir im Idealfall übrig behalten. Okay, das ist schon mal gut. Du stehst aber auch jetzt in Position. Du könntest doch hier auf ihn schießen, oder? Ja. Okay. Dann wartet jetzt mal der Rest von der Arti. Du kommst bitte. Müssen gucken, ob er noch irgendwo Skinks oder Chamäleon-Skinks. Hier, diese Skink-Plänkler, die sind super gefährlich. Das sind diese Blasrohrviecher. Wenn ihr die selbst spielt, können die überhaupt nichts. Aber wenn die KI die hat, sind die absolut tödlich. Und jetzt kommt mein nächster Versuch, den wir hier haben. Das ist jetzt natürlich nicht vom Let's Play-Aspekt her das höchste Niveau, was man hier sieht. Ne? Das ist mir auch vollkommen klar. Aber es geht hier um eine effiziente Spielweise. Und ich würde auch sagen, hier muss man mal einfach die Maßgabe der Ästhetik hinten anstellen. Und wir müssen auf
Ja, wir müssen auch gucken, dass wir auf die Einheiten, zum Beispiel die hier, dass wir da so schießen. Dann läuft mir zu nah ran, das ist nicht gut. Läuft mir zu nah ran, das ist auch nicht gut. Wen schießt er denn da? Also auf jeden Fall auf irgendwas anderes. Okay, kommen wir wieder zurück. Ja. Denn es ist ja so, eigentlich würden wir das Ding jetzt 10 Runden belagern, aber ihr habt ja auch gesehen, wie lang so ein Turn dauert, ne? Was ist das hier? Das ist der Sir Swarpalot. Das sind die gesegneten Sauruskrieger mit Schild. Wenn wir da mal drauf schießen. Macht so ein Volley 400 Damage ungefähr. Das ist recht wenig. Das ist insofern doof. Ne? Die haben natürlich Schilde. Also sie zeigen uns eigentlich den Waffenarm. Rechtshändereinheiten, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber die wegzuschießen ist auf jeden Fall gut. Und auch wenn wir die nicht komplett killen, ist das immer noch. Das ist eine gute Einheit, wenn wir da drauf schießen. Und so eine Einheit gesegneter Sauruskrieger ist definitiv mehr wert als so eine Einheit Bogenschützen, ne? Also muss man ganz klar sagen. So, Munition ist weg. Wenn du jetzt hingingest und das Teil hier angreifst, ich schau mal gerade, ob da was ganz, ganz Schreckliches passiert. Ja, das sieht doch brauchbar aus. Machen wir das Tor auf. Ganz schnell weg hier. Nehmt eure Beine in die Hand. So, und jetzt wollen wir unsere Art hier mal bitte gerade so platzieren. Ja, die Platzierung, die machen wir noch auf dreifache Geschwindigkeit. Das ist der Abfeuern, versuchen wir mal ohne. Dass wir hier reinschießen können. Ich jetzt mal, schieß einmal hier rein, bitte. Viel Bewegung ist da natürlich gut. Ja, ich glaube, das ist doch okay. Es ist unfassbar, wie diese Einheit, wie hier tatsächlich noch Einheiten stehen in der Schussbahn, ne? Möchtest du nicht schießen? Ne, er möchte nicht schießen. Okay.
Schieß mal in die Sauruskrieger nochmal rein, bitte. Typischerweise nimmt man da natürlich auch eine andere Einheit für. Schieß mal wieder auf den hier, der dreht uns nämlich gerade den Rücken zu. Und dann hör einfach auf zu schießen, oder was? Was soll das denn? Schieß mal auf den. Wenn du auf ihn jetzt schießt, zeig nochmal. Der dreht uns aber... Ja, nee, da machen wir... Da machen wir zu wenig Damage. Der dreht uns gerade nicht mehr sein sexy Back zu, sondern die Schildseite. Und das davon haben wir nichts. Das ist besser. Ja, ich überspringe jetzt ein bisschen was. Ne? Jetzt gibt es erstmal nur hier Fernkampf-Damage. So, ich bin jetzt erstmal so weit durch, dass meine regulären Truppen hier nicht mehr... Ey, wo läufst denn du hin, Junge? Dass meine regulären Truppen hier keine Munition mehr haben und versuche das jetzt also entsprechend hier auch zu managen. Wirklich super. Du kannst übrigens mal gerade... hier reinhalten. Ach guck mal, er hat sich schon wieder beruhigt. Okay. Hat vielleicht sein Heldenskill benutzt, ne? Das kann natürlich sein. Vor dem Helden müssen wir übrigens aufpassen, denn der ist giftig. Der schlachtet nämlich unseren Helden ganz, ganz schnell ab. Also wir sehen, der kriegt halt auch Damage und so, ne? Also ich... hoffe mal, dass das so ganz gut funktioniert. Wir haben seine Armee ganz gut runtergewirtschaftet. Also er hat jetzt noch hier, also wir werden die Belagerung wahrscheinlich auch jetzt schon gewinnen. Wir sehen halt hier, er hat noch hier diese zwei Skink-Plänkler. Hat er hier noch die Skink-Kohorte jeweils, die das Ganze so ein bisschen verteidigen. Und hier drüben hat er noch eine Einheit Saurus-Krieger mit Speeren. Die KI macht tatsächlich eine Noob-Box in der Zone hier. Es müsste aber reichen, wenn wir jetzt, also weil wir halt schon einen Großteil seiner Armee vernichtet haben, wird es wahrscheinlich reichen, wenn wir jetzt noch den Helden killen und dann wahrscheinlich noch hier dieses Regiment der Sauruskrieger, wenn wir das noch ausschalten können und vielleicht auch noch dieses Angeschlagene hier, dann müsste das wahrscheinlich sogar schon für einen Sieg reichen und er verliert diese Schlacht aufgrund dieses Battle Lost Penalty, ne? Also das können wir auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Lass mal bitte gerade auf? Was ist denn das hier? Also. Okay. Gut, ja, das ist doch eine feine Sache. Dann aktivier das doch mal auf ihn. Und ihr geht mal rüber, damit die anderen Helden wieder schießen können. Die nämlich natürlich wieder aufgehört haben zu schießen. Schieß bitte auch noch. Also irgendwie werde ich aus diesem Skill nicht so schlau. Tja. Irgendwie wurde das immer wieder abgebrochen. Naja, okay, gut. Sei wie sei. Sein Held ist auf jeden Fall schon weg. Oh, hier drüben ist die ganze Flanke jetzt auf. Da müssen wir überlegen, ob wir das so für uns nutzen können. Kommen wir gerade bitte mit der Kaff hier hin. Also ich werde jetzt versuchen, mit so ein paar Kaff-Manövern hier seine Sauruskrieger zu attackieren, ne? Lass das mal bitte noch aus. Die Funktion klappt nämlich nicht. Und dann schieße ich vielleicht auch gleich noch mit der Arti da rein. Und das ist jetzt auch so ein bisschen geduldsspielmäßig. Wir gehen halt hin. Wir schießen dem halt die Granaten auf den Pelz oder auf die Schuppen in dem Fall. Na, und dann müssen wir auch schon wieder abhauen, weil der darf uns halt nicht erwischen. Ne? Und da, damit wir das auch verhindern können, schießen wir dann wieder mit den Gens. Und ja.
Ein Tier flüchtet auch. Wir schauen uns mal ganz kurz diese Moralwerte an. In Festung 4, andere 4 verteidigt einen Siegpunkt. Weil das Tor ein Siegpunkt wirklich ist? Interessant. Und Schwierigkeitsmodifikator 10. Ne? Also wir sehen schon, da ist heftig was dabei. Was wir gar nicht so einfach ausschalten können. Aber wir haben ja noch Granadiere und die haben schön viel Munition. 18 Schuss, das ist gar nicht so schlecht. Komm raus. Der soll dich halt nicht erwischen. Ja, also, ne? So sieht das jetzt momentan aus. So, die Granadiere haben ihre Munition aufgebraucht und 238 Kills gemacht, was echt eine Statistik ist, die sich sehen lassen kann. Wir haben insgesamt überhaupt nicht mehr viel Munition. Aber es sollte auf jeden Fall noch reichen, um die Festung zu gewinnen, ohne dass wir hier auf nennenswerten Widerstand stoßen, will heißen, der macht mir zu wenig Kills übrigens. Ja, muss man immer halt so ein bisschen feintunen, wenn man das hier auf so einer hohen Geschwindigkeit auch spielt. Kommst du auf den? Nee, ne? Das ist natürlich eher semi-optimal. Kommst du auf den? Ja, ne? Mal gucken, wie viel. Nee, du hast ein blockiertes Schussfeld, okay. Er hat noch nicht mal getroffen. Dafür ist die Muni halt auch wieder zu schade, ne? Muss man jetzt auch ehrlich sagen. Dann kommst du mal bitte hierhin zurück. Den Wagen fährst du mal bitte gerade da hoch, ohne Autofeuer. Du kannst auf den hier schießen, das ist auch eine. Nee, okay, kannst du nicht. Kann sie auch nicht, kann sie auch nicht. Das Ding ist halt hier, damit kann ich immer nur auf einzelne Gegner schießen, ne? Leider halt eben nicht auf mehrere. Das ist ein ganz cooler Skill, dieses Befestigen, dann kriege ich zwar keine Bewegung mehr, aber kann halt dafür, habe halt dafür mehr physischen Widerstand und so. Ja. Frage ist, kannst du denn hier drauf schießen? Also für mich sieht es ja fast aus, als müsste das gehen, ne? Stell dich noch ein bisschen weiter zurück, dass du da nicht so super angreifbar bist. Aber gleich mal versuchen, mit dem Zwerg da hinten ein bisschen zu ballern. Und wo sind denn unsere Jungens? Hier sind sie. Da. Aber vorher versuchen wir natürlich auch. Ah, 3 Kills ist jetzt auch nicht so spektakulär, ne? Dann kann ich schon wieder nicht mehr schießen, ne? Das ist echt irgendwie ein bisschen albern. Kann unsere Arti hier reinbremsen? Unsere Arti kann aber Autofeuer anmachen. Warte mal. Müssen wir mal gerade gucken, hat der eine Muskete? Was hat der für eine Waffe? Der hat eine Muskete. Aber er kann nicht da hochschießen. Weil er da stehen muss.
Perspektivwechsel bietet sich dann doch öfter mal an. Warum stehst denn du eigentlich so komisch da? Stell dich mal so hin. Ja, verbrauchen wir noch den Muni. Ihr seht hier, der Balken ist ziemlich eindeutig, ne? Der soll seine Muni noch verbrauchen, dann ist auch klar, warum der da oben nichts trifft, ne? Das haut von der Flugbahn einfach nicht hin. Ja, der trifft aber hier auch nicht wirklich gut, ne? So. Dann wäre mal meine Frage, ob wir es erstmal versuchen, jetzt hier oben diesen dieses Ding hier zu stürmen. Ja, das ist natürlich eine saudämliche Position zum Schießen, ne? Hat der Günther gut gemacht, nicht? Also müsstest du so stehen, um genau zu sein, und du kannst hier hin auf jeden Fall, denke ich mal, ne? Greif mal bitte hier an. Kannst auch hier rein. Auch hier hin. Du gehst mal da zum Pförtnerhaus und holst dir da mal den Siegpunkt. Kannst du den mal im Nahkampf attackieren. Oh, versteckte Einheit. So, bitte Autofeuer, ne? Machen, ne? Na, wie schön unsere Einheiten hier nicht mal um die Kurve laufen können, ne? Sehr witzig. Auf jeden Fall. Ja, benutze es mal auf ihn. Keine Ahnung. Ach, du hast den Siegpunkt da gar nicht eingenommen? Dann laufen wir da hin. Macht er das jetzt? Ich hoff's, ne? Dann hol du dir mal den Victory Point hier drüben und du am besten auch irgendwie. Na komm. Okay, das war dann. Da war's das dann auch. Ja, ne, ihr seht also, das ist jetzt kein hoher ästhetischer Anspruch, der dahinter steckt bei so einer Schlacht. Es geht hier um Zeitökonomie, ne? Also wir wollen, also wir können das Ding auch 5 Runden belagern und so, ne? Aber auch da geht wieder viel Zeit ins Land und ich schau einfach mal die Kills an, die gemacht haben. So eine geile Einheit, auch die Art, die war super. Ne, die regulären Bogenschützen geht so. Ich überlege auch hier, die Einheit aufzulösen. Wir kriegen nachher noch einen weiteren Helden und ich glaube, ich nehme dann eher den zusätzlichen Helden, aber da müssen wir mal gucken. Hier, diese Stadt wird auf jeden Fall ja um eine Siedlungsstufe reduziert, ne? Wir kriegen erstmal eine schöne Beute. Plündern und besetzen für 800, das lohnt sich noch nicht mal. Ich bin der Hunt Marshal. Aha, da ist unsere Heldin.
die wir neu gekriegt haben. Kalara. Und Kalara schließt sich der Expedition an. So eine Waldläuferheldin. Sehr cool auf jeden Fall. Schöne Skills hat sie im Gepäck. Machen wir aber gleich. Eure Aktivitäten in Lustria haben mehr als nur die Aufmerksamkeit der wütenden Bevölkerung erregt. Eines Tages, als die Expedition nach einem weiteren erfolgreichen Angriff durch die Dschungel Lustrias marschierte, wurdet ihr plötzlich von einer vermummten Person bedroht, die in den Bäumen über dem Dschungelpfad stand. Nachdem ihr euch als Jagdmarschall dem obersten Kundschafter des Imperators vorgestellt habt, stieg sie herab und gab sich als ehemalige Pfadschleicherin von Ethel Lauren zu erkennen, einer Waldelfenjägerin namens Kalara. Um ihren Hals hing der Zahn eines Bastilladons und ihr Aussehen gab zu erkennen, dass sie eine erfahrene Kriegerin des Dschungels war. Kalara fragt euch, ob ihr dabei helfen würdet, eine bestimmte Bestie aufzuspüren, die sie in Lustria verfolgte. Da ihr noch nie eine Jagd abgelehnt hattet, blicktet ihr ein, doch nur, wenn sie im Gegenzug ihre Fähigkeiten zum Nutzen eurer Expedition einsetzen würde. Mandat fortgeschritten. Die Expedition hat ein hohes Maß an Zustimmung erzielt und große Fortschritte bei der Erfüllung des Auftrags des Imperators gemacht. Ihr erhaltet nun imperiale Versorgung von besserer Qualität, sammelt weiterhin Zustimmung, um den Fortschritt der Expedition zu fördern und die imperiale Mission voranzutreiben. Wir sind jetzt halt hier imperiale Wächter, ne? Das heißt also, wir bekommen zusätzliche Ränge, wenn wir es nochmal vergleichen, ne? Rang plus 2, imperiale Standardversorgung und hier schon fortschrittliche Versorgung und außerdem Gebäude von Kasernen und Pferdestationen werden freigeschaltet. Minus 20 auf die diplomatischen Beziehungen mit den Echsenmenschen, das ist natürlich nicht ganz so gut, aber auch da werden wir mit klarkommen, denke ich. Wir machen noch ein bisschen Minus. Frage ist, ob wir jetzt noch diese zusätzliche Armee brauchen, nachdem wir ja eigentlich schon noch so viele gegnerische Einheiten ausgeschaltet haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch die zusätzliche Munition und den zusätzlichen Schaden. Und so schnell wie möglich sollten wir da Stufe 3 erreichen. Das ist für unsere Helden auf jeden Fall sinnvoll, damit wir natürlich auch hier Xlanua Pek einnehmen können. Ne? Also das steht dann eben noch aus. Ja, hier würde ich sagen, reißen wir dieses Gebäude auf jeden Fall ab. Das bringt auch noch ein bisschen Geld in die Kasse. Und die Frage ist... was wir hier noch machen. Aber ich glaube, wir haben hier gar nicht so viele Optionen. Ne? Kannst du dich schon bewegen? Jawohl, kannst du. Das ist doch gut. Ja. ...34 rüstungsdurchdringender Geschossschaden. Also wenn man diese Kriegswagen halt hier in den Rücken von Einheiten bewegt, ist es schon unfassbar gierig, ne? Aber die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Ich löse den jetzt auf. Und du packst mir die jetzt bitte in die Armee fürs Kampftraining. Und im nächsten Part gehen wir dann nochmal ein bisschen näher auf sie ein. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken, freue mich auf den nächsten Part mit euch. Ich sage dann erstmal in diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Pax Vobiscum, Valete und nicht vergessen, es gilt wie immer, ab 500 Daumen hoch gibt es sofort den nächsten Teil. Ansonsten läuft das halt alles nach Plan. Bis dann, tschüss.